okay, ich bin jetzt in Portland, muss noch eine halbe Stunde rumkriegen bis zu meiner nächsten Besichtigung. Und zwar schaue ich mir hier einen 73er Ford F100 an. Und dieser F100, der ist im Erstlack, ein sehr originales Auto. Er hat mir schon die Adresse von seiner Arbeit gegeben, deswegen bin ich da gerade eben einmal vorbeigefahren. Ich habe ihn schon gesehen. Gefällt mir soweit eigentlich ganz gut. Nur muss man jetzt halt sehen, wie er dann gleich wirklich ist. Preislich ist das human, sage ich mal. Also ein bisschen Arbeit darf er für mich dann auch haben. Und ja, ich bin mal gespannt, ob das was wird. Und so lange laufe ich hier noch ein bisschen jetzt durch die Gegend. Ja, ich habe mir den jetzt angeguckt, den Wagen. Muss sagen, eigentlich ein schönes Auto. Ein paar Kleinigkeiten, die mich stören. Ich überlege noch ein bisschen und gucke mir heute noch ein, zwei Autos an. Und dann denke ich, dass ich vielleicht morgen dem Bescheid sage. Und dann kaufe ich ihn eventuell morgen. Oder halt nicht. Ja, das wird sich zeigen. Aber eigentlich bin ich recht angetan von dem Auto. Weil er halt so schön original ist. Erstlack-Auto. Der sieht einfach aus wie ein echter Farmtruck. Ist auch ein echter Farmtruck. Ein richtiges Arbeitsauto einfach, und das ist das, was ich liebe und was ich so mag, und deswegen ist er bei mir schon auf meiner Wunschliste, sag ich mal, oder Einkaufsliste. Da bin ich wieder, und zwar bin ich heute den ganzen Tag gefahren, hatte mir mehrere Autos angeguckt und hatte schon eine Besichtigung mit jemandem vor ein paar Tagen. Konnte ich nicht einhalten terminlich. Jetzt bin ich hier einfach hergefahren, weil ich die Adresse noch hatte und so nah dran bin, dran war bei ihm, und dachte, ich fahre ich mal hin. Ja, was soll ich sagen? Der ist jetzt noch gar nicht hier, er kommt gleich. Seine Frau hat ihn gerade angerufen und das Auto sieht hier einfach super aus. Also ist genauso, wie ich die Dinger mag. 73er F250 im Erstlack, schöne Karosserie. Das ist genauso das, was ich mag. Ich mag die Dinger, wenn sie echt sind und wenn die ein bisschen gelebt aussehen. So wie der hier, das scheint alles Erstlack zu sein. Hat so ein bisschen Flugrost, ein bisschen Anhaftung, Patina und so. Das ist genau mein Ding. Schöne Karosserie. Wie der jetzt hier in so einer super Wohngegend gelandet ist, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber das muss jetzt ja nichts Schlimmes bedeuten. Also meistens sind sie ja dann natürlich nicht in so schönen Ecken, die Autos. Aber der hat wohl ein schönes Leben hier gehabt. Und vielleicht kommt er jetzt ja mit nach Deutschland. Das wäre ja auch eine coole Sache. Ja, man muss auch mal Glück haben, denn das Auto, das war jetzt wirklich für das, was es gekostet hat, wirklich ein Jackpot. Verkäufer war 18 oder so, der hat das Auto von einem Pastor bekommen, der das Auto nur irgendwie wohl sporadisch genutzt hat. Und er hat das wohl von dem Pastor abgeschnackt und hatte jetzt ein Problem mit der Bremse. Das ist eine Kleinigkeit, das ist also wirklich gar nichts. Und deswegen ist das hier einfach bei ihm zum Stehen gekommen, weil er nicht wusste, wie er das repariert kriegt. Hat er halt gar keine Bindung zu dem Auto. Und dieses Auto ist für so einen Originalitätsfetischisten wie mich der absolute Jackpot. Das ist genau das, was ich suche, genau das, warum ich hierher fahre, weil ich genau einfach diese super originalen und gut erhaltenen Autos einfach gerne haben möchte, ne? Und das Auto hat keinen Rost am Unterboden. Das ist überwiegend Erstlack. Ich glaube, die Heckklappe haben sie mal nachträglich wohl mal anlackiert, aber bei so einem alten Auto darf man dem was verzeihen. Und Karosserie so gut wie keine Beulen. Ein genialer Look, und das ist ein super Ding. Das hat sich der Tag dann doch noch gelohnt für mich. Also das war jetzt heute dann doch wieder ein schönes Erfolgserlebnis, und jetzt fahre ich in mein Hotel. Und morgen habe ich zwei Mustangs auf dem Schirm und noch ein Galaxy Ford. Mal gucken, ob da was klappt. Ich bin gespannt.